Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, heute ist Montag, wir haben aktuell 11 Uhr. Ich bin aktuell noch alleine zu Hause. Also alleine, ja, also die Michelle ist unten, hat Unterricht, der Patrick hat auch Unterricht und die zwei Ratons, die Lara und die Luisa, sind im Kindergarten. Ja, wie gesagt, ich bin noch alleine, die Mama ist noch nicht da und das Baby. Aber heute ist ein sehr besonderer Tag, denn die Mama und das kleine Baby dürfen heute nach Hause kommen und ich werde sie heute zum Mittag oder ja zum Mittag abholen. Zuerst hole ich mal die zwei Ratons vom Kindergarten ab, bringe ich nach Hause. Wir werden was gemeinsam essen und dann hole ich dann die Mama mit dem Baby ab und wir kommen dann nach Hause. Ja, was ich heute noch gemacht habe, ich habe die Bestellungen noch schnell zur Post gebracht. Dann haben wir ein bisschen im Haus sauber gemacht, weil die letzten Tage haben wir fast nichts gemacht. Das war so ein, ja, ein bisschen stressig. Und meine beste Freundin, ja. Oh, ich liebe dich. Ich werde noch geschwind den Boden waschen und ja, dann die zwei Ratons holen und dann die Mama holen. Ich habe die Lara und die Luisa nach Hause gebracht. Die haben was zum Essen bekommen. Und jetzt fahre ich die Mama abholen. Juhu! Sich die anderen schon? So, der Papa hat seinen kleinen Babybären geschnappt und jetzt wird er zu Hause vorgestellt an die Geschwister, gell? Die Hunde müssen wir auch im Zaum halten. Ja, wir müssen das Baby hochhalten, bitte. Bist du right? So, dass die Hunde nicht kommen. Oh, was ist das? Hey. Oh, Sophie, Emmy. Ja, ich bin Philipp. Die Astrid und Peter wollten ein bisschen wieder heiß. Ach so. Ich weiß noch nicht. Luisa! Die Sophie flippt aus. Aber wenn die Sophie oder die Emmy jetzt kommen, dann wird es ziemlich abschlecken. Ja, springen drauf. Was sagt sie? Das Baby schläft. Sehr leise, das Baby schläft, sagt die Luisa. Macht sie das auf? Ja, ich hab schon. Genug! Genug! Und Lisa,
Peter, pass auf. Und wo sind eigentlich die Hände? Sind die da? Die sind da drin. Warte, ist das Mama, halt mal kurz die Kamera. Was ist hier los, bitte? Ich bin aufgeregt von Baby. Was ist hier los? Riechen. Oh mein Gott. Ja, mein Schatz, das ist so. Sophie, was ist das, Baby? Also, okay. Warte, soll ich die irgendwie loslassen? Sophie schlägt ihn ab. Ja. Nein, kennt ihr nichts. Vor lauter Köpfen. Wir sind viele, wie man sehen kann. Aber ich bin drin. Nein, sie legt den Kopf ab! Ruhig, da. Aber länger. Schau mal die Luisa an, Papa. Schau mal die Luisa an. Schau mal die Luisa so. Er legt das nicht. Das ist mein Babybruder. Das kann ich wieder gehen. Schmeckt einfach zu. Die Luisa, nein, so viel nicht Babyjunge essen. Babybruder essen? Ja. Magst du mir ein Pussy geben? Luisa? Das ist die. Mein kleines ist wie schon diese. Magst du ihm auch ein Buschi geben? Ah, jetzt wird's. Mama! Wie schon wieder! Du hast meinen Babybruder. Lass du meinen Babybruder. Emi. Elisabeth! Emi. Und Lara, schaut das so aus, wie du erwartet hast? Die ganze Familie. Hallo, ich werde dich schon mal mit dem Nein, ich habe ein Pferd. Genug jetzt. Ich habe ein Pferd gefunden. Ja. Hallo, nicht Hände schlägen. Er schläft ganz entspannt. Oder, Michelle? Gut. Wieso wie freut sich noch jemand, den ich jagt und noch mehr Spielzeuge zum Knabbern? Babybruder nicht leckt. Nicht Babybruder leckt? Nein, Sophie. Die Sophie ist das schon ein bisschen gewohnt, oder? Ja, die hat auch. Ja, hallo, Emi. Das ist Sophie. Der hat keine Augen haben. Ja, der ist blond. Das kann man nicht machen. Was ist für ein lustiges Gesicht dann? Mama. Nee, das ist ja keine Mofa-Entzückung, oder? Mama. Ah, ihr Haar ist nicht was gesehen. Baby dachte, dass du es bist, oder? Dass das Baby das du es bist? Vielleicht. Deine Mama hat ja viel größere Hände, Lara. Tati, bist du jetzt Mama, wenn sie dich will? Lisa lacht auch. Mama, oder Baby. Wird mal beweint. Weißt du, wer heißt? Weißt du, wer heißt, Lara? Philipp? Philipp. Jetzt haben wir zwei Jungs mit P. Patrick und Phil. Der Patrick ist ein Profi, oder? Nach so vielen Kleinen verlernen wir das nicht, oder Patrick? Oh, mein ältester und mein jüngster Sohn. Michelle, bitte. Ich will die Luisa schon. Willst du auch mal Baby halten? Du Baby kuscheln? Sollen wir ins Bett gehen? Baby kuscheln? Ich will auch mein Baby halten. Okay, jetzt kommt dann die Michelle dran. Oh shit. Was? Wird pisst. Er wird pisst. Baby. Sophie. Ich kann niemals am Bauch halten. Junge. Wo ist die Zunge? Da sind. Oh, Michelle, wie fühlt er sich an? Wacken. Keine Ahnung. Mama? So wie jedes Baby, Baby halt. Es ist Zahn. Baby hat noch keine Zähne. Doch. Nö. Der hat noch keine Zähne. Kann das Baby nur gehen? Nein, es kann nicht gehen, Lara. Aber ich wollte so krabbeln. Krabbeln auch noch nicht. Kann, lernt er später. Die Kinder sind so entzückt. Ist er schön? Wenn er aussieht wie ich. Schon. Mama, ist es noch nicht ganz auf? Nein. Okay. Magst du es aufmachen?
Was hat eigentlich so für Punkte im Gesicht? Das ist eine neugeborenen Ausschlag. Ich hab fertig drüber aufgemacht. Super. Und dein Zehen sieht ganz klein aus. Er ist ganz wickiger. Michi, mach mal dein Zehen anpassen. Warum ist er da an den Füßen so weiß? Das ist der Dreck. Wo ist Dreck? Nein, nein. Das ist nicht Dreck. Ich meine, ich weiß, wo der Dreck ist. Hast du auch so, hat die Baby, jedes Baby eine Stupsnase? Als meine? Doch. Mhm. Mach mal die anderen. Da auch. Die können kleiner. Ja. Die können auch kleiner. Ja, was hat die Lara gesagt? Sie ist Baba. Die Lara hat gesagt, die Ziegen fühlen sich so klein an. Greif mal an. Komm mal her, Papa. Aber der fühlt sich nicht klein an, nur diese gerade. Ja, gell, wie so kleine Würmer, oder? Mhm. Seine Finger auch ein bisschen. Aber greif mal die Zehen, die sind so zart. Papa, aber greif mal die Zehen an. Greif mal die Zehen an, du bist ja unten. Was ist das hier? Ein neugeborenen Ausschlag. Ich habe irgendwie Angst, wenn die Luisa da so sitzt. Er hat auch eine zweite Luisa. Die Mama ist länger. Der Baba-Inspektion. Zeheninspektion. Schau mal, das ist leer. So weit sie auch alle, so klein. Was ist das leer? Mama, als ich mir in den Garten, wo in den Kindergarten gegangen sind, da hat es so Schneeflocken gekommen. Wir haben gerne das Schneeflocken gegessen. Ich weiß, wie viel hast du gegessen? Ja, ich weiß auch, die Sophie hast du sie gezählt? Mit dem ich den Kopf gelegt hat. Weil er auch so gut riecht irgendwie. Luisa, gibt es ihm auch ein Kuschi? Lara, magst du auch ein Kuschi geben? Okay. Was war das? Warte mal. Komm. Was ist das? Alle lieben ihn. Wie schön ist es, auf der Welt zu sein und schon so drei tolle große Schwestern und einen großen Bruder. Sollen wir ihn ausziehen? Ja, sie ganz sind, nackig, oder? Sie können das ein Baby geboren, das sieht aus wie ein Baby. Alle Pumpen von der Luisa sind nackig. Na, die Luisa weiß schon, dass es was Besonderes ist. Merkst du nicht, wie sie umgeht mit ihrem Baby? Schau, 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 mal. Oh, Schnee. Wie sieht denn? Der zittert so. Er dehnt sich ein bisschen. Hat er gezittert? Ein bisschen? Ich wollte mich auch mal kurz zu Wort melden, habe es ja nicht wirklich geschafft. Im Krankenhaus war es ein bisschen schwierig, weil die Zimmernachbarin noch da war. Und ja, jetzt sind wir zu Hause, nach so vielen Tagen, wo wir auf ihn warten haben müssen, dass er endlich kommt. Und jetzt ist er endlich ganz normal, ohne große Schwierigkeiten einfach gekommen. Jetzt durften wir nach Hause schon. Ich bin so froh, man sieht mir glaube ich an, dass ich ein bisschen müde bin. Wobei er sehr brav ist, ich muss wirklich sagen, er ist ein sehr, sehr braver Junge, schläft auch sehr gut, nur im Krankenhaus, ich kann da nicht so gut schlafen, weil das Bett so klein ist und so eng und naja, die ganzen Untersuchungen, die man hat und dies und jenes und ja, man kommt nicht so wirklich zur Ruhe. Jetzt bin ich froh, zu Hause zu sein, bei meiner Familie und ja, jetzt werden wir ein bisschen kuscheln und so. Heute hatte ich auch Milcheinschuss, was super ist. Was auch ein bisschen meine Hormone so ein bisschen durchgewirbelt hat. Ich war heute schon ein bisschen traurig, ein bisschen geweint, also so Tränchen geweint. Ich weiß gar nicht, ich bin nicht wirklich traurig. Es ist auch nichts Schlimmes passiert oder so. So ein bisschen melancholisch, würde ich sagen, bin ich. Das ist ganz typisch, wenn die Milch einschießt. Danke für die ganzen lieben Glückwünsche, die uns erreicht haben, egal ob auf YouTube oder Instagram, ihr seid einfach ganz, ganz lieb, dass ihr euch mit uns freut. Und ich werde sagen, wir sehen uns dann bald wieder, weil ich gehe jetzt gleich was essen. Werde heute den Tag jetzt nicht so wirklich mitvloggen, damit ich jetzt auch mich nicht so überanstrenge oder uns. Und einfach der Familie so ein bisschen Zeit lasse, dass wir ankommen und uns alle so kennenlernen. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal was Kleines snacken. Der Papa hat für mich jetzt so einen Toast gemacht. Und ja, das war's mit dem Video. Wir melden uns dann die Tage ganz, ganz bald wieder. Und bis bald.